Ja, willkommen zurück zu einer Premiere. Wir haben das erste Mal eine Safety-Car-Phase, mehr oder weniger nach dem unrühmlichen Abgang von Enrico, den wir rausgeworfen haben. Wir stellen uns jetzt gerade so auf, wie die Positionen waren, als wir unterbrochen haben. Ist quasi unsere Safety-Car-Phase und dann geht es mit reduzierter Rundenzeit dann weiter. Ja, etwas unüblich, das erste Mal, dass das passiert, aber ich hoffe, euch macht das trotzdem Spaß. Habt ihr eben ein Video mehr zu sehen diesmal? Und ich bin erstmal wieder ruhig, um mitzubekommen, was hier gerade abgeht und melde mich dann wieder zurück, wenn es wieder mit der Action abgeht oder wenn ich einfach einen unqualifizierten Kommentar irgendwo zu abgeben will. Also bis gleich. Ja, meine Position dann übrigens hier, ich glaube, das wäre dann die 12. Sein. Der Marco kommt nämlich noch vor mir. Ja, ich bin. Das bin ich. Oh, Ytolo. Rodi und Priscilla ganz hinten dann. So. Fährt eigentlich einer ein Ego von euch? Genau, da noch vor mir links, da kommt der Marco hin. Und mal sehen, wie lange der Regen anhält. Ich würde gerne ein bisschen in den Regen fahren, auch wenn der Start dann chaotisch wird. Komm hier zu mir, Marco. So. Oh, jetzt freue ich mich drauf. Ja. Jens, dann hast du jetzt das Wort. Hey, Moment, Entschuldigung. Okay, gut. Wartet! Jetzt! Los geht's. Ja, nein, ist alles. Oh, sag mal. Ah, mit Neid! Schnauze, jetzt redet Jens! Los! Ah, diesmal habe ich einen guten Start erwischt. Das war sehr leise, das Los. Eine Fresse. Ja, jetzt muss ich mal deine Füße waschen. Oh, ich hab's nicht! Oh. Ging gut. Ich kann den Backer nicht nehmen. Oh, der Restart lief überhaupt nicht für mich. Eieieiei. Jens, jetzt hast du aber Spaß, glaube ich. Na super. Ja. Ei, Schwei. Ich hatte mit Ulzen und Sven ein bisschen dicht an dicht und dann wurde ich, war ich irgendwie mal. Dann eben erstmal von Position 19. Auch meine Herausforderung. Ops, sorry. Hey, oder sorry. Ich hab den Bremsen. Ihr müsst im Regen auf früher bremsen, ne? Das wird geschafft. Hey, ich war ein Scheißbremsen. Ja, aber die den Bremsen nicht alle auf meinem Heck. Ah, das tut mir echt leid. Ach du Scheiße. Weigern, bist du nervös? Oh, sorry. Und das nächste. Hey Leute, okay, ich bin raus, mir reicht. Och nö. Mir reicht. Nein, nicht. Hey, mitten. Hey, mir reicht. Ich bin fünfmal von der Strecke gedrampt worden. Ich bin noch nicht mal bis zum U-Turn gekommen. Ich bin nicht mehr. Ich werd doch alles besser. Der U ist vor mir? Ist cool, das war jetzt aber nicht nett, ne? Und cool, sind wir jetzt noch? Das war auch keine Absicht. Das musste, Alter, hat aufgehört zu regnen. Was geht denn da ab? Eieieiei. Oh, der Pimp ist vor mir. Ja, ich wäre, scheiße, ich wäre noch ein bisschen weiter vorne. Ja, ich bin super mit mir. Was ist los? Nein! Scheiße! Ach du Schande! Das wäre fast daneben gegangen. Ja,
Sponsor. Gambler, sorry, aber ja, wir sind beide ein bisschen. Ja, das war ja mein Fehler eigentlich. Ja. Von Platz 8 auf Platz 5. Marco. Piffy, ich hab dich vor mir. Oh nein, jetzt fahr ich sogar hinter Marco. Oh, und die Strecke ist wieder trocken. Hey. Hallo. Ja, Jens, für dich tut es mir jetzt am meisten leid, ne? Mit ihren Siegen. Ja, es ist bei Jens macht das schon. Eieiei, das war eine Anfangsphase hier. An alle, die ich hier gerade ziemlich behindert habe, nochmal ein dickes entschuldigt. Hatte ich nicht geplant und ist irgendwie alles sehr hektisch gewesen in der Startphase. Sorry, ich habe da glaube ich ein bisschen überzogen. Tut mir leid. Ich habe erlebt, dass das hinter mir fahre. Dass wir da vorne sind. Das waren gerade mehr als die Hälfte. Aber von der Hälfte hätte mindestens drei Viertel auf jeden Fall auf Blumen vorgehen können. Warum sind hier Menschen auf der Straße? Das ging doch gerade gut. Einer hat mich überholt, einer hat ich überholt. Perfekt. Der Sachse ist da, ja. Den kann ich eigentlich knacken. Und wer ist der andere? Der Gambler. Okay, der ist auch nicht schlecht, der Gambler. Eieieiei. Soll ich dich vorbei lassen? Fertig! Wow. Nächste Runde ja sowieso, ne? So, und zumindest ist wieder Tag. Das ist doch zumindest ein Vorteil, auch wenn die Nacht sicherlich noch kommen wird. Wie spät haben wir es denn im Spiel? Ob Enrico jetzt Rockstar rennen fährt? Mittagszeit. Das ging noch gerade gut. Ja, das war richtig unglücklich. Du hast es einfach die Wolle fixiert von ihm und hast ihn aber so richtig gemacht. Jens, ich hab dich nur mit Absicht jetzt vorbeigelassen. Ja, eigentlich wollte ich durch den Kampfmedium fahren, aber so wollte ich nicht. Ich hab da einen Dreher gehabt. Und bevor ups, ich wieder das Handy kam mal weg. Ah, ich bin zumindest wieder auf der 14. So weit wäre ich nicht mehr von meiner Anfangsposition. Ah, ich kann sie da nicht überholen. Ei. Trotz dieses etwas hakeligen Anfangs geht's jetzt etwas besser weiter. Du schaffst das, Zitat. Ist brutal mit Zita hier, du kannst ja nicht überholen. Eieieiei. Ich fahr Kampfwind. Oh, hey, scheiße. Du wirst aber auch nicht so schnell fahren, dass ich nicht ups, sorry. Aber Pitz kann es auch nicht, wenn er merkt, dass er unter geht, dann unter dich mit. Bin ich am Hotel. Danke. Du bist alle tausam. Jetzt muss ich mal hier auf die Tube drücken. Hinter mir staut sich das langsam. Ja. Scheiße. Super, bitte hier nun. Ja. Ich komme zu weit nach außen. Und der Gambler ist vor mir. Ja. Hinten habe ich wieder etwas Platz. Perfekt. Oh, der Piffy ist auch da. Geil. Ei, etwas zu sehr gesteuert. Ja, kein Problem, aber ei, du kennst aber gar nichts. Ei, Karamba. Kampflinie ist ja noch milde ausgedrückt. Hallo Gambler. Wer ist denn noch alles hinter mir? Zun und Sanchi waren, das sind aber auch zwei Kaliber. Nein! Ei. Oh, komm, Peter, schnell! Oh, fuck! Komm, schnell, komm! Oh, Jens, warte auf mich! War nicht deine Schuld. Geil. Ich dachte mir, das schweigen die Kinder, also voll gesperrt. Scheiße!
Oh, fuck. Oh, Pippi. Und auf der 15. Ah, da wollte ich zu sehr die Außenlinie nehmen. Und das ging nicht gut. Und du die Kuba? Ey, ich wäre schon lange weiter vorne, aber ich kann an sie nicht vorbei. Ja, wer nicht überholen kann, der kann das schneller fahren. Ja, das ist so. Du, was machst du? Alter, Apple Creeps hier. Ganz total. Achtung, wir entschärfen Maldini. Ah, den Insider erkläre ich jetzt aber lieber nicht mit dem Entschärfen. Du hast ja meinen Ausblick gesehen, Maldini. Ja. Nein! Ja. Ich werde nicht ganz unten gerade noch ganz über. Jetzt habe ich den Boden beobachtet von. So, mit Laternen drehen müssen. Okay. Wieder, wo soll ich die Rollbrücken durchfahren? Platz 12, weiter geht's. Wen habe ich denn jetzt vor mir? Ich brauche einen Mischpol. Ru und Piffy. Alter, oh, was lag denn auf der Straße? Uiuiui, das war knapp. Scheiße, Dreck, ey. Hat mich ja mitten aus dem Nichts ausgehoben. Ist Midnight Leeds wirklich raus oder spielt er noch mehr? Ja, der ist auch raus. Ah, schade. Das ist schon mit Brötchen passen. Yay, ich komme an den Piffy ran. Ah. Da, redest du noch mal rum? Der alte ist ja vorbei. Ja, ich konnte nicht. Ah, Piffy, ich komme. Ich mag das doch. Ich dachte, ich kann mich dafür rausgehen. Mach das was? Ach ja, Nadine, hast du gesehen? Bart ist jetzt wieder am Bielfen. Wo das ist das? Bielfen. Bielfen. Cookie. Passt auf! Bielfen. Nicht ganz optimal. Sven, halt mal den Jens ein bisschen auf. Ah, schön, dass Piffy mal so weit vorne mitfährt. Das erfreut mein Herz. Hast du selber gemerkt. Oh, das ist eine gute Zwischenzeit hier. Oh, fuck. Und jetzt haben sie mit. Warum fährt Hess nicht mit? Spielt er lieber Best Islands oder was? Der macht Tempos mit. Aha. Hey, ja, das ist Samurai! Ja, der arme Ted. Wir müssen ihn machen. Ich bin auch da, Rocco. Oh, die. Okay, dann weiß ich, wenn ich mit hab. Aber Rody, genau so ist mit. Wir spielen, machen wieder ein Battle wieder. Geil. So, muss ich mich minimal zurückhalten vielleicht, damit ich nicht gleich reinrase. Das Schild erwischt beide. Eieiei, was macht der Piffy da? Alter, wir sind hier ein Auto. Eieiei, das war knapp. Das war knapp. Hast du ja gesehen, wir haben mehr Autos. Ich glaube, da ist jetzt einfach nur Warte, war hinten hier? Kann auf dem Weg sein. Oh! Da steht das Auto, das ist so scheiße. Nein, mein Fernseher wird gerade abgehalten, die Sau. Ah, schade. Oh, wie lange packt der meiner an? Scheiß auf die Umwelt. Also, am Zoom kann ich mich, glaube ich, ein bisschen nach vorne saugen vielleicht. Der ist nämlich gut, ist der. Ja, komm ran. Wer kommt ran? Ich komme ans Hinterrad ran.
Ich bin noch wach, wenn du mir das vorne bist. Hallo. Morte. Nein! Boah, der Fernseher hat sich 300 Sekunden gekostet, Scheiße. Was mach ich? Oh, ich sport ein Auto, Achtung. Sport nennt die. Entschuldigung. Zuni. Gesport. Hat mich voll entschärft, Junge. Nein! Oh, ich glaube, das Entschärfen muss noch öfter auftauchen. Aber das zu erklären wäre echt nicht jugendfrei. Ich sag nur Grantelbart. Ein jeder, der Bescheid weiß, Grantelbart. Jungs, da in der Linkskurve steht ein Auto mitten auf der Straße. Das wusste ich. Oh Gott. Ja, ja. Ich könnte trauen, ich hab welcher Linkskurve? Genau, ein bisschen ja, in der Linkskurve ist wirklich nicht sehr genau. Das stimmt. Nein, sind doch welche. Nein! Oh, da versaue ich mir eine bessere Runde. Scheiße, ey. In Kurve 3. Der stand die Runde vorher schon da. Ja, das ist so. Der steht jetzt richtig auf der Straße, nicht nur am Rand. Da hat einer raufgegonnert. Aber ich bin jetzt wieder dran an einigen. Das ist wunderbar. Unter anderem wieder an Zita und Marco. Das ist geil. Mit dem möchte ich mir auch ein Duell gönnen. Ah, eine 2-11. Aber der steht nicht in der Ideallinie. Alles ist gut. Ja. Nein! Boah, das wird keine Bestrunde. Ja, genau. Scheiße! Nein, ich könnte das mal alle 5, die vor mir sind, machen. Wir haben Aldini, der da meistens war. Auch dabei. Und ganz besonders der Jens. Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt wieder rankommen. Das wird eine kleine Aufgabe. Aber ich gebe nicht auf bei der Aufgabe. Apropos Meisterschaft. Hey Chaos, mir tut es wirklich leid. Ich wollte du musst nicht. Das tut dir nicht leid. Das musst du nicht leid tun. Ja, es wurde eine Auswertung gemacht von den Bestrunden, die auch noch während der letzten Saison unserer Langstreckenrennen waren. Und ja, durch eine Bestrunde mehr hat Maldini die erste Saison für sich entscheiden können. Sonst wäre es der Chaos gewesen. An dieser Stelle nochmal Gratulation an Maldini. Genießt den Sieg. Und ein tut mir leid natürlich an Chaos, für den es zuerst aussah, als wäre er der Sieger vor der Auswertung. Wie hat eigentlich mit Peter gespielt jetzt noch am Ende? Komm in den! Aha, was? Ein Schild auf der Straße, sehr schön. Ja, Brody hat sich jetzt eingekauft wegen mir. So, und jetzt muss ich mich wieder ansaugen. Das musst du nicht mal machen. Ah nee, du musst dich nicht selbst in Gefahr bringen. So ist das. In Gefahr bringen? Das Auto ist immer noch da. Ja, Jensi. Du machst deinen Job nicht, Uranäffchen. Ja. Du meinst Urinäffchen? So. Mal sehen, was habe ich alles vor mir. Zita. Die weitern? Zun, Marco, Rocco. Ihr drei unterlegt, dann gibt es euch mal einen Unfall. Da ist noch was drin, vielleicht. Auch wenn ich nicht glaube, dass mein jetzt allerliebster siebter Platz möglich ist. Warte, ich hab dich noch nicht vergessen. Ah, mit dem Auto, da wird eine Bestrunde, glaube ich, auch weniger was. Das sind wieder dunkel und ich habe keine Scheinwerfer mehr. Ah, ich habe auch keinen Scheinwerfer. Die habe ich mir am Anfang weggerammt. Na, beim letzten Rennen hatte ich ja wenigstens noch einen. Nee, ich fahre auch so immer mit Scheinwerfer aus im Dunkeln. Das ja, kann man ja nicht kommen. Ich fahre dann, die anderen da eine Bronzenmedaille. Er legt mich doch hier, ey, Mann. Blöden Container hier. Ja. Weiß, warum. Er bleibt in dem 16. Ich komme zumindest näher an Zita ran. Das ist gut, ist das. Der Punkt hinter dir, das bin ich. Blöde ist, wenn ich vor mir ist, mache ich ihm noch Fehler. Das
Oh, was für ein Himmel. Die Sonne muss man genießen, wenn sie eigentlich gerade blendet. Danke. Ah, wenn nicht die allerschlechteste Runde zumindest. Doch, Witz. Wenn wir das schaffen, machen. Ah, scheiße, das hat mich jetzt entschärft. Ach, kein Rennen ohne Fehler bei mir. Ah, aber zumindest ist der Sanjivan irgendwie jetzt weiter weg gewesen und nicht rangekommen dadurch. Aber mal sehen, in der Nacht kann noch einiges sich ändern. In der Nacht sind alle Katzen grau. So. Attack! Nein! Ach, Zun ist auch wieder mehr in Reichweite. Okay, ich bin nicht der Einzige, der Fehler macht, wie scheint. Oh, das Auto ist weg. Oh, das Auto ist weg? Oder wie? Die mich kann Angst, ich muss da auch noch vorbei. Ja, du bist jetzt direkt hinter mir, oder? Warte, ich hab zwei Räder. Da hat man doch dein Auto auf dich. Ah, ich hab zumindest noch ein Rücklicht. Aber werd nicht durch, nicht mehr wirklich. Ein Rücklicht ist auch schon mal viel wert bei Nacht. Oh, Mickey, was ist los? Ich hab keine Untergrundbeleuchtung mit dem Auto. Scheiße. Ah, und ich habe mich wieder eingebaut. Och, nö. Vor allen Dingen, der Jens ist nicht am Hotlaggen, weil der Typ hier durchs Feld. Ja. Ich war so zwei Minuten, glaube ich, im Moment. Nein! Ist ja nur schneller als meine beste Runde oder so. Ja, sorry, was soll ich da machen? Oh, Mann. Ich geh immer so. Das haben wir vor, genau wie wir eine Chance geben. Bleib noch mal 30 Sekunden stehen und fahr dann noch mal weiter. Ey, Mario, schmeiß doch alles um. Von hinten wird's jetzt wieder gefährlich bei mir. Nee, lass uns zwei Runden vor. Oh, der Knurbo fahren einfach. Ach, ey. Genau, Jens. Du fährst ab sofort ohne Turbo. Ja, genau. Gute Idee. Ja, immerhin mit zwei. Die Dominanz von Jens wird wieder angemängelt. Ah, der ist auch schnell, der Junge, das ist Wahnsinn. Oh, sorry. Und er ist jetzt wieder an der 1. Würdest du ihn da vorbeilassen? Also, nee, das war's schon. Das komm, ich bin zu irgendwie ein bisschen. Oh, ich stieg fair. Ei, das war nicht schön. Nee, das war nicht. Oh, der Sanjivan nähert sich. Wenn deine Augen werden müde, deine Konzentration lässt nach. Die Schnauze bei mir gut schon. Nein! Auf Klo! Das Wasser läuft! Loch ist ja. Hast du recht? Hallo, kriegst du noch oder? Das hat nicht lang. Die mit dem Lange stand gerade hinter der Februar-Variante, das ist. Nee, ich habe jetzt erstmal Düsseldorf vor mir. So, hier muss ich mich jetzt aber ordentlich wehren gegen den Sanjivan, glaube ich. Ey, jetzt komme ich hier echt nicht an der vorbei, oder was? Ja, bloß wieder was noch zu tun. Ah, schön viele Duelle heute, das ist. Ja. Das war meine letzte Hoffnung auf Platz 5. War das gerade ein Auto? Oh, der Chaos stapelt wieder tief mit letzter Hoffnung auf Platz 5. Sorry. Hast du jetzt gewartet, Jensi? Ja, sicher. Nee, komm, das will ich nicht. Wenn das jetzt schon zweimal passiert, also dann... Nee. Ja, aber es ist nicht deine Schuld. Komme ich jetzt näher ran, oder nicht? Könnte sein. Ach, du, hallo. Top 10 hätte auch schon was.
Top 10 ist doch mal ein Ziel. Bei den Fehlern nicht mache, Top 10 ist die Zielsetzung. Beim ersten habe ich ja nicht gewartet. Und ich brauche unbedingt Untergrundbeleuchtung mit dem Wagen. Nein, scheiße. So eine Scheiße, ey. Du bist halt wieder hin. Auch in die Wand gefahren dann. Oh, sorry, Fossi. Niesdicker, geh. Ich brauch bessere Sicht, ganz klar. Mal sehen, ob ich die Gelegenheit bekomme, da wieder vorbeizukommen. Ah, Halbzeit in der Wiederaufnahme des Rennens. Halbzeit haben wir jetzt. Wow. Wer ist denn da vor mir? Scheiße, ich hab Angst. Ich glaube, was hast du eigentlich mit deinem linken Rücklicht gemacht? Hi, Schwein. Was hab ich gemacht? Du hast die Äpfel gemacht, ey. Auch Mario Scheiße zusammen. Das mache ich. Ja, dann machen wir mehr davon. Ich bin von dir, also fast wie. Okay, ich höre auf dich. So, Sanji, dich will ich bekommen. Warte auf mich. Ey, da dreht's mich fast. Nein, nein. Doch, obwohl ich gesagt habe, die Top 5 werden nichts für mich, aber. Ja, das war knapp. Eieiei. Ei, ei. Jetzt muss ich hier nichts gepackt und ich bin aber dann mit Wasser bei mir drauf. Wie ist der? Also, ich bin aber dann mit Wasser bei mir drauf. Oh, ich habe wieder nicht durchstarten, Jens. Ich guck mal gleich. Oh. Ah, da ist ein Schild gewesen. Wenn ich nur etwa. Was besser die Schilder sehen könnte. Ups, sorry, nein, sorry, Zita. Mein steht auch noch da. Unberührt. Ich muss schon mal die Hänge. Danke, Sir. Also, Jens, wir sind gekommen. Danke. Sorry, Zita, war nicht gewollt. Kein Problem, ich bin mal ja selber stark. Kein Problem. Eieiei. Auch nochmal sorry, wenn du das sehen solltest, Zita. Das war scheiße von mir. Da hätte ich etwas auf die Bremse treten sollen. War nicht unmöglich. Eieiei. Sven, halt mal lieber an. Ein Schaffner hier. Okay, nee, du musst gleich weg, warte. Ich werde nicht fahren. Wir werden alle verseucht. Was seht ihr denn alle? Außer jetzt. Mal sehen, wo sind die vorderen? 1,30 vorne. Seit dem Hoch landet der. Das wird unangenehm. Das wird ja unangenehm. Also, Sven, ab nach hinten mit dem Rangel wieder hin. Ich bin nicht mehr. Etwas mehr Mist im Allgemeinen gemacht. Eieieiei. Miese Kätzchen. Ich bin ja verfreulich da. Jackpot,
Das ist böse. Hä, wieder ein. Nein, Jens, und Patti, ihr könnt ja nicht mal so zwei, drei Checkpoints verpassen, ohne dass ihr das mitkriegt. Zwei, drei Mal. Wir sind jetzt schon. Jetzt hat es noch geflogen. Oder noch einer, oder? Ja, und der Miyagi. Miyagi ist auch. Aufragen polieren. Ich brauche wieder Tageslicht. Aufragen polieren. Ohne Tageslicht endet das noch böse hier. Oh ja, bist du denn? Ja, auch keine gute Runde jetzt. Wenn das so weitergeht, kriege ich nicht mal so eine Runde hin hier wie in der Qualifikation. Das wäre schon echt bitter. Oh, fuck. Ich hab die Kurve. Fuck. Ja, da hatte ich gerade richtig Glück, dass ich die da ohne abgeflogen bin. Ich glaube, ich habe wohl einen Bahnübergang oder so ein bisschen angeschlossen. Oh, was machst du hier? Ja, ja, das war ja. Ich kann die Strecke eigentlich, aber ich bringe hier nichts zusammen. Kein Problem. Was ich hier fahre, ist heute echt grottig. Was ist das? Ich will mich noch über ein paar Laternen ziehen. Ah, es zieht da wieder nah dran. Oh, Scheiße. Gott, ey, was ist denn heute los? Okay, gleich ausgleichen. Ich hab viel zu langsam. Ich muss ja erst mal ankommen, ne? Scheiße. Oh. Ja, hier ist gerade ein bisschen Glück auf. Ach, da kam ich zumindest gut am Roadie vorbei, der übrigens auch die Strecke erstellt hat. Danke dafür, die macht echt Laune. Roadie, aufpassen. Komm gleich. Ach, oder hast du aber den Bremspunkt verpasst, oder? Du brauchst jetzt nicht mit einer vergeraden Bremse. Chaos, kannst du nicht trinken? Ja, nee, das kann man. Ja, nee, ist okay. Nein, ich bin nicht Walter. Oh, was fahre ich hier zusammen? Ötsch, du bist so ruhig. Konzentration. Okay. Was ist das? 14, Mann. Jo. Jetzt muss ich echt mal reinhauen. Danke. Sonst sehe ich hier kein Land. Vielleicht kann ich mich ja ein bisschen ziehen, das. Häng die Schleppstange ran. Das hab ich auch versucht, als Jens mich überholt hat. Das hab ich gebracht. Aber wenn ich es jetzt zu sehr übertreibe, dann mache ich doch einen Fehler. Also, ich muss die Balance zwischen reinhauen und Sicherheit irgendwie finden. Meine schnellste Rennrunde bisher bin ich in der Nacht. Ich hab keinen Gas mehr. Haben wir schon wieder. Ich hab mein Ding komplett hier. Kann? Die Fahne war auf die Uhr gesetzt. Hat ihr nicht ausgemacht, dass du auf mich wartest? Ruhe, ich komme von hinten. Ja, danke. Dankeschön. Die Kurve war scheiße. Das ist ja auch nicht optimal. Oh, was fahre ich gerade? Und nur Oettinger. Marcanos, Plastik hier. Ich glaube, Oettinger geht nicht schlimmer, glaube ich. Nein! Gibt nicht bei euch den Sternhof. Was gibt's bei euch? So, jetzt muss mal eine gute Runde kommen. Nächster! Ich
Ich möchte an den Sanji-Wand zumindest noch ran. Nee. Keine Ahnung. Ach, hey. Marco ist zu weit weg, aber Sanji-Wand. Also Top 10 wird nichts, aber 11 geht noch. Kommen wir nach Berlin, du. Wie beschissen ich hier fahre, das ist ja nicht zu glauben. Nee, mal gucken, im Juni kriegen wir bestimmt hin. Ob die Yankee jetzt drückt, du und ich ohne Ansage, jeder Gemmler, ey. Das ist ja toll. Ich wollte eigentlich zwischendurch, aber. Ja, voll. Ach, man bin ich schon wieder hier. Nein. Achtung. Nein. Ah, zumindest eine gute Zwischenzeit hier. Aber ich glaube, hier geht's jetzt an die Überrundung gleich. So glaube ich es zumindest. Waren das jetzt auch Überrundungen oder habe ich irgendwie... Ich denke mal, den Ruh hast du so vorbeigelassen. Was ich dachte? Ja, den Ruh hast du so vorbeigelassen. Runde 2 Sekunden auf dem Lenngut, ey. Das heißt, in der letzten Runde muss ich dran sein. Ja, die Kondition möchte ich aber ganz gern wieder haben. Oh, tiefer weit. Leck mich doch am Arsch, ne Pfotzen. Maisi. So war der ähnliche Blick in der Kurve-Runde, haben wir nicht geglaubt. Haha, elegant. Ich find's gut. Bleibst du wenigstens nicht, bist du wenigstens weiter weg von mir. Patsy, du kannst auch noch mal kurz 3 Sekunden warten. Jetzt bettelt Chaos schon ums Warten, das hätte ich nie gedacht. Wen habe ich da vor mir? Sanji-Wan noch, ja. Kurz danach. Oh, Maldini. Wollt trotzdem noch so eine Runde? Okay. Ich komm. Sorge für die Vorwahl. Trotz Überholmanöver und Drehung eine dezente Aufwärtstendenz. Das hätte eine viel coolere Runde noch werden können. Hast du ein Kondom drüber? Ach, wie geil. Der Anfangsteil richtig schön. Einfach rechts. Danke. Probe essen hinter mir. Ich bleibe einfach rechts. Die Tendenz geht arg nach oben. Ja, jetzt, ich hab guten Platz gemacht. Oh, das war nicht so schön. Wäre gar nicht nötig gewesen, dass ich Speichert, baue dich jetzt noch in der Kurve ein. Puh, knapp. Oh, ich glaube, es wird heller. Geil, es wird heller. Ich habe 3 auf Luft, ich wäre hinter euch. Jo. Nee, was machst denn du? Oh ja, das wird eine gute Runde, wenn ich das durchhalte. Hast du was gegen mich? Also bitte! Du Scheiße. Danke, Italo. Dieter, ich bin hinter dir. Jo. Oh, so langsam kann ich halbwegs was sehen. Wie willst du vorbei? So. Innen. Oh, das wird eine brauchbare Runde. Rudi, das war ein bisschen zu kurz. Einfach jeder weg, dann wird schon passen.
Aber mal der sehen. Weihnacht freut sich, dass er jetzt 2 Sekunden dadurch gewonnen hat. Nein. Ey, Sissi, was ist denn bei dir los? Was ist denn bei dir? Mal sehen, wann ich überrundet werde. Nein. Allzu lange dauert es leider nicht mehr. Ja, es war brutal. Bro, einfach wieder geschossen. Schade, ey. Ich war so gut dran, ey. Ich war wirklich gut vorne, 8. 9. Platz und dann... Bro. Bei denen bist du das wieder. Ja. Sie haben mir nichts gesagt. Bleib drauf. Das war nur wieder bei mir. Die haben mir die Hose weggenommen. Hier ins vorbei. Nee, zieh durch, ich treffe auf der Stadt. Ich bin da mit dir unterwegs. Ich bin unterwegs. Und die Schenkel gepackt. Dann nehme ich dich da. Ja, zumindest mache ich wieder in der zweiten Rennhälfte ein bisschen was gut. Jetzt fahre ich bei Linie hinterher und dann. Ich muss nur gleich den Jens irgendwie vorbeilassen. Mal sehen, wann sich das anbietet. Taxi? Ja. Was hast du für Scheiße gebaut? Nicht gewerbe. Scheiße! Oh, sorry! Alles gut. Aber der Punkt ist von 20 und dann ist es mit Stadt. Das ist ja irgendwie, das ist schon. Oh, auf Marco hole ich auch schon etwas auf. Eigene Liga bei dem ja, Jens fährt wirklich in seine eigene Liga. Dann fährt er nicht in seine eigene Liga? Ja, aber da ist es ja ganz schön. Wahnsinn. Du weißt schon, dass wir in der Regel gleich sind. Nein, in der Regel ist es doch nicht. Nee. Du musst das so sehen. Er drückt einfach den Gentleman aus. Ja, genau. Es sieht gemein, Jens, aber wir wissen alle, was da geht. Vorbei mit dir. Von den schnellsten Fahrern, Jens, dann kommen Christoph, Heinzel, so. Vatikan, ja, Kasti. Der Chaos. So, und jetzt dranhängen. Irgendwie. In meiner Squash kann ich nicht weiter. Nein. Oh, jetzt. Jetzt war ich noch so ein Fehler. Ach, ich wollte mich eigentlich dranhängen. Oh, und schon ist der Marco wieder eine halbe Minute entfernt. So. Jetzt geht's nur noch um eine Bestzeit. Mehr will ich jetzt gar nicht mehr. So beständig. Chaos zu tun. Ja. Oh, es ist voll brach. Wie geil. Ja, jetzt wollt ihr alle das Video schauen, das ist doch schön. Ich hoffe ja mal, er macht erst die ersten 10 Runden da auch, oder die ersten 8 Runden auch an. Das macht das bestimmt nicht auf. Ah, wie geil. Ich glaube, den Sanji-Run bekomme ich nicht mehr. Du, Jensi, kannst du mal kurz vorlesen, was er geschrieben hat? Ach, schade, ich glaube, er hat was geschrieben. Nein! Oh, Sanjivan. Wo ist denn die Kurve? Ich habe aufgestellt. Ja, ich habe da aber auch keine bekommen. Und ich habe nichts ausgestellt. Das kommt. Mir schreibt aber auch keiner. Oh, ein bisschen Zeit. Boom! Wenn es doch die Deutschen sind zuerst dran. Vielleicht hat er auch natürlich noch nicht auf mir geschrieben. Das ist privat. Peter, hallo. Jetzt habe ich zumindest ein intaktes Auto. Ah, wie geil ist das denn? Ey, ich glaube, das läuft jetzt runde. Kann ja mittlerweile mal machen. Achtung, da kommt ein Maldini. Ah, ne, es ist kein Maldini, aber Schleimer. Ja, mach ich vor, nicht, hallo. Ach Mensch, was fahre ich heute? Die Ligi? Was? Viermal nicht von. Und die Tests, die sahen so vielversprechend aus. Da stehen 4 Autos mehr von mir. Der geile Pilz. Der legendäre Pilz.
Ich komme zum Überrunden. Ah, kommst nein. Du? Oh, Mann, oh. Was spannend ist, was zum Spielen und ja, Schokolade. Oh. Und was zum Waschen? Und was zum Naschen? Und was zum Reinstecken? Nee, ich will noch was. Leck mich, ich will noch eine geile Runde fahren. Aber heute ist Sonntag, Kaviar-Party mit Fatih. Sind wir dabei? Yeah! Komm, geh vorbei, Bob. So, mal sehen, ob ich noch eine gute Runde gleich hinbekomme. Habt ihr all deine Filme früher gesehen? Boah, da wuchst du. Oh, nicht schon. Oh, die fast Lücke wieder. Boah, ey. Ist das? Das ist ein Black Fox Down oder was? Porno-Darsteller, Junge, kennst du mich gar nicht aus. Was, du kennst den Oko nicht? Der hat aber dicke, geile Weiber am Start. Ja, der hat aber eine Sache zu tun. Rocco kommt von Key Rocco. Aber mittlerweile spielt er jetzt mit uns, geht er online gucken. Deswegen war die 81-92. Ah, nee, den Sanchiwan bekomme ich nicht. Aber der Marco, der ist nicht so weit vorne. Das ist. Der wäre theoretisch ja auch noch möglich gewesen jetzt auf einmal. Faszinierend. Cool. Ich hab dich wirklich gefeiert. Komm, du fragst mal, wie ich einen so. Und jetzt volle Elle. Wenn ich ehrlich bin, Jensi, ich bin seit Rot nur mehr am Verwalten. Also ich bin ja, ich weil der Verwalter, Herr Maldini. Ja, aber wir kennen doch das. Also lange mal waren, meine Hände waren ganz weiß. Okay, weiter, dann halt. Hier war ich richtig, Mann. Ja, dann halt mal an. Ach du, es kann nicht wahr sein, wo ich mich konstant bin. Eklig. Ich würde mal hier in euren Acker. Italo, ich bin hier. Wer ist denn das? Oh, einmal die. Ich werde überrundet gleich. Danke. Bitte. Ja, aber Italo, du fährst ein Bombenrennen heute. Ich würde auch sagen, stark. Ja, also, bist du auf dem Riff oder was? Welchen dann? 19. Was? Nee. Doch. Ja. Was habe ich dich jetzt schon zum zweiten Mal überrundet? So sieht's aus. Achso, das habe ich gar nicht mitbekommen. Im Zimmer. Da habe ich trotzdem mit dem Wochenrennen. Das ist das geht. Ich habe ganz sicher den 9. Also wenn ich ihn zweimal spawnen. Herr Pause, ich kann direkt spawnen. Ja, du hast hier jetzt eine Minute auf Kürzeller Vorsprung. Also einfach recht. Bade halt ihn aus, Bade halt ihn bloß aus. Danke. Ey, du sollst ihn aufhalten, Mann. Nicht nur auf Stellen zu verlassen. Der hat doch schon alles für die Einschaltquoten gemacht. Natürlich mache ich alles für die Quoten. Vielleicht ist aber auch explodiert, wir wissen es nicht genau. Ja, das sehen wir dann morgen. Er ist gekommen. Aber vielleicht war das ein böser Schlurz. Wer weiß. Ja, weichern den Glückwunsch, ne? Danke! Maldini gar nicht im Fernsehen. Maldini, du hättest dem Baden helfen können und ihm ein bisschen. Nein! Den Krankenbad! Ja, Krankenbad! Zwei Runden noch und zwei Chancen, eine richtig geile Runde hinzulegen. Kann gar noch mal kurz anhalten, Runde! Maldini, ich nehme es auch auf! Maldini, 30 Sekunden stoppen und dann. Ja, aber Priscilla, du bist nicht am Twitchen, oder? Nein, das andere. Weil ich hab, wie ich rausgeflogen bin, dann habe ich gleich geschaut, ich bin hier. Ja, schade, hier nicht so gut rausgekommen. Aber das gestanden, du bist offline. Was? Sonst noch? Letzte Runde. Ich bin online. Dann bin ich vorbei, Priscilla. Ja, aber nicht bei Twitch. Ah, nein! Bei uns sehen! Ja. Oh, wer war das, Corny? Du Scheiße! Ja, sag's mal, ey! Das letzte Runde, der ist ein bisschen langsamer, damit ich noch ins Stellen komme. Ich fahr nicht langsamer. Ey, aber Maldini? Ja, welcher Platz bist du? Drei.
Okay, jetzt mal ganz im Ernst zu unter uns, ne? Nein! Wer das hier ein Rockstar kennt, das ist keine Chance. Fahr weiter! Ey, ich weiß immer noch nicht, was der uns damit sagen wollte. Ja, weil, dass er der ganze Hecht ist und auf Rockstar-Strecken alle alt ist. Alle zieht er ab. Alle. Es recht, wenn alle, die noch kommen werden. Und wie ihn alle vorbeilassen. Er hat auch gesagt, Italo! Ulala! Er war einfach gefrustet, aber der Ton war nicht so gut, das muss man ja nicht sagen. Nee, Christoph, da habe ich sowieso überlegt, was ich mit ihm mache, aber das hat sich ja gefrustet. Also, selbst der Ton war ungut, dass man gefrustet ist, ja, kann ich verstehen. Sehr schön von Italo gemacht. Freut mich an dieser Stelle richtig. Glückwunsch! Stefan! Ja, danke. Eigene Liga. Die nächste Runde habe ich auch. Aber ich entschuldige mich. Ja, nee, hier gibt's kein langsamer Fahren. Ja, das war nicht. Ich habe mich über jede Laterne geflogen. Ja, unbesiegbar auf der Strecke. Das kann ich möchte auf der letzten nochmal meine schnellste haben. Ich bin unzufrieden mit mir. Und den Rest kannst du ja gleich, wenn die Uhr läuft. Ja, das könnte was werden. Naja, dann mache ich jetzt erstmal ein Foto von dem oberen Teil. Weil ja, genau. Das sieben. Ja, jeder sieht den Platz. Das war nicht ganz elegant gelöst. Ja, nur die letzten. Nein, die letzten 19, der ist Italo, 20, der ist Maisie und letzter Ei, Schuai. Doch. Ja, 14, 15, 16, 17. Die letzten 22 Runden waren ein schönes Rennen. Ja, hat Spaß. Ich mache jetzt wirklich meine beste Runde. Wie geil. Da ist aber einer auf die Palme gegangen gerade. Oh, und dann mache ich doch sowas. Warum ist ein Rollermaster ganz hinten? Ja, Stefan, das ist eine gute Frage. Der Mann ohne Hosen, ein 12. Platz, der irgendwie nicht sehr befriedigend ist. Also ich war mit meiner nach dem Training habe ich mir bei der Strecke richtig viel erwartet und ja, ist am Ende nicht so ganz geworden. Aber es kommt ja bald ein neues Rennen und dann kann ja vielleicht wieder was angegangen werden. Tja, aber bis dann verabschiede ich mich dann erstmal mit dem 12. Rang und bis denn, euer Bade. Tschüssi!